zur Sache. Das ist ein Yonex VCore 100, was ist das? Pro 100. Geschaltet wird damit der Head Hawk 1,25. Und schauen wir mal, wann es geht. So, Beseitungsvorgang startet. Der wird vom Kopf Richtung Herz beseitet. Der hat 4 Doppelösen im Herzbereich. Beseitungshärte ist 26 längs, 25 quer.
Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Herrschaftsseitenleger auf. Unsere zweite Vorsitzende, die wartet jetzt halt auch mal. Hoppala. Start der Querseiten im Pulki. So, 27. Ja, das Telefon hat mir ganz aus dem Rhythmus gebracht. Quer. Pulke hat sich jetzt selber festgezogen. Thank you.
gestern hat in einem Forum jemand von der ESA, European Stringer Association oder wie das Ding heißt, für 250 Euro was angeboten, Tutorials und ein Video-Upload, der noch nicht geht scheinbar. Aber egal, ich habe da mal ein Video gedreht, leider auf zweimal, weil kamerabedingt wird es gesplittet. Ich habe jetzt auch eine andere Einstellung genommen. Naja, auf jeden Fall stand da drin, man kann einen Online-Test machen. Man muss fehlerfrei einen Schläger mit 4 Knoten machen. Innerhalb einer Stunde. Dann gestern mein Phantom beseitet. Habe ich neu. Und das waren so um die 19 Minuten. Da ist dann gemeckert worden auch im anderen Forum, dass es ja nicht zählt, weil er ja nur 18 Längsseiten hat und nicht 19. Gut, mache ich halt heute einen 16-19 Schläger. Zum Schluss wieder der Panel. Ich glaube, das ist eine Punktlandung auf 20 Minuten. Ja. Also man kann einen 16-19 Schläger unter 20 Minuten beseiten. Also da muss man es aber ein bisschen laufen lassen. Wie manche Leute das Ganze in 12 Minuten machen, weiß ich nicht. Ich bespanne jede Seite einzeln, ziehe die fest. Ich richte jede Querseite direkt nach dem Anziehen aus und vom Weben bin ich eigentlich nicht der langsamste, würde ich mal sagen. Wie die dann die halbe Zeit brauchen, würde ich gerne mal sehen, und zwar nicht nur in einem Interview, sondern ich möchte es live sehen an der Maschine. So, 26, 25. DT41. So, das Wichtigste, Fehler. Wenn einer einen findet, mach das mal so jetzt. Der Schläger kommt so aus der Maschine. Ich muss da eigentlich so gut wie nichts nacharbeiten. Das liegt daran, dass ich, wenn ich vorgewebt habe, die Seite, an die ich schon angespannte, angelegt habe. Und dadurch kommt ein schönes Seitenbild raus, direkt nach der Maschine. Und man muss nicht mit diesem Schraubenzieher, mit dem Knubbel vorne dran, nicht nacharbeiten.
Danke fürs Zuschauen, freue mich auf Kommentare.